another cliche. The rock and roll ain't yet dead. Look at my resume. Hallo, heute wollen wir mal zeigen, wie man seine Ion in einen Mausklicker umwandeln kann. Für diese ganzen Trigger-Contest-Programme, die überall im Internet rumschwirren, ja. Weil irgendwie das hier bringt's nicht wirklich. Gut. Man mache also Folgendes: Man kaufe sich eine handelsübliche billige Maus, ja, irgendwas Einfaches, ja. Baut es auseinander. Dann hat man das ganze Innenleben davon. So. Im Innenleben baut man einfach bloß den Mikroschalter ab, der hier für die linke Maustaste zuständig ist, und löte dann in die beiden äußeren Löcher einfach ein neues Kabel rein, irgendein zweilitziges Kabel, und das geht dann weiter zur Ion. Danke, Baby. So, an der Ion, man sieht es ein bisschen schlecht, wenig Licht. Ist hier einmal dieses schwarze Kabel, das geht hier in die Schraube rein, und einmal das weiße Kabel, das haben wir hinter dem hinterm Frame Cover hier hinter der Griffschale vorbeigeführt, vorne hin zum Trigger, zu dieser Einstellschraube, und wenn man jetzt quasi auf den Knopf drückt, gibt es einen Kurzschluss zwischen dem Frame und dem Trigger, und somit hat man einen Mausklick. Ja, das war's, ne? Viel Spaß beim Ausprobieren.